Mein persönliches Kino-Highlight des Jahres. Fast X ist gestartet in den Kinos. Ich war am Wochenende in dem Film, bin rausgegangen und habe mir dann so gedacht, wenn diese Charaktere Düfte wären, welche Düfte wären sie? Seid gespannt und freut euch auf meine persönliche Duftinterpretation. Bonjour Boutier und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir uns mal ein bisschen mit dem Film Fast and Furious bzw. Fast X beschäftigen. Warum? Ich bin aus dem Kino rausgegangen und habe mir wirklich die ganze Zeit so gedacht, es sind so viele verschiedene Charaktere. Ich war auch total überrascht von dem Film, von der Entwicklung, von den neuen Gesichtern, die mit dabei waren, von den Gesichtern, die vielleicht nicht mit dabei waren. Fakt ist, ich habe mir so gedacht, welche Düfte würde ich denn jedem einzelnen Charakter zuordnen? Und darüber möchte ich in diesem Video mit euch sprechen. Wer mich noch nicht kennt, hi, mein Name ist Vivian, ich bin ein Beauty-Enthusiast durch und durch und arbeite wirklich schon seit vielen, vielen Jahren in der Branche und beschäftige mich auf meinem YouTube-Kanal eben auch sehr intensiv mit dem Bereich Duft. Deshalb abonniert super gerne meinen Kanal, wenn ihr keinen Content mehr verpassen möchtet. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und dann schauen wir uns schon mal den Cast an, also die verschiedenen Charaktere. Und ich beginne natürlich mit the one and only Dominic Toretto, gespielt von Vin Diesel. Ich glaube, das ist auch so ein Paradebeispiel dafür. Es gibt ja immer mal Schauspieler, die eine bestimmte Rolle spielen und die bleibt einfach an denen kleben. Es gibt dann nichts anderes mehr. Und ich finde, das ist wirklich bei Vin Diesel so. Vin Diesel ist Dominic Toretto und Dominic Toretto ist Vin Diesel. Welchen Duft würde ich denn jetzt aber mit ihm in Verbindung bringen? Ich habe sehr, sehr lange darüber überlegt. Das war für mich fast die schwierigste Entscheidung. Ich habe mich aber tatsächlich für Haltan entschieden von Parfums de Mali. Wer mein Review dazu kennt, Haltan vs. Oud for Greatness, der bekommt so ein bisschen detaillierter vielleicht den Einblick, warum ich mich für diesen Duft entschieden habe. Was macht Dominic Toretto aus? Er ist sehr kräftig, sehr stark, er hat eine sehr kernige Seite, aber jeder weiß, dass er natürlich für die Familie brennt. Also brauche ich eben auch so ein bisschen meine Schulter zum Anlehnen, der Beschützer, der um mich herum einfach ja alles Böse von mir weghält. Und das ist so die Assoziation, die ich damals mit Haltan, also fast so eine Art Vaterfigur in Verbindung gebracht habe. Und deswegen habe ich mich für diesen Duft entschieden. Und ich möchte auch direkt weitermachen mit den nächsten Charakteren. Und zwar gehen wir zum Beispiel auf Letty. Denn es gibt kein Dominic Toretto ohne Letty, gespielt von Michelle Rodriguez. Und das war für mich gar nicht so einfach, denn Letty verkörpert für mich unheimlich vieles. Sie ist eine sehr dunkle Person, sage ich mal in Anführungszeichen, gerade zu den ersten Teilen von Fast and Furious gewesen. Eine sehr taffe, sehr harte, fast schon eine Tendenz maskuline Frau, obwohl natürlich die Liebelei zu Dominic Toretto schon in den Kindesaltern begonnen hat. Aber sie hat sich ja über die verschiedenen Filme auch extrem entwickelt. Vor allem, nachdem sie ihr Bewusstsein verloren hat oder ihr Erinnerungsvermögen wiedererlangt hatte und einfach sich vielen Dingen viel bewusster geworden ist, habe ich so das Gefühl, dass sie einfach das Leben viel wärmer, viel wertvoller wahrnimmt. Und deswegen habe ich mich für den Duft Mansa von Père Noir entschieden, weil auf der einen Seite für mich eben diese sehr einzigartige, kraftvolle Ausdrucksweise hat, auf der anderen Seite aber auch schon so ein bisschen was Feminines, Weibliches im Sinne von der Energie, die der Duft einfach mit sich bringt. Also eine gewisse Wärme, eine gewisse Fürsorge und das aber auf eine sehr einzigartige Art und Weise. Ich hatte auch so ein bisschen Arabian Tonka im Kopf, allerdings ist er mir einfach zu süß hinten raus, zu vanillig hinten raus und ich will jetzt nicht sagen, dass Letty nicht süß wäre. Ist sie mit Sicherheit geworden, vor allem jetzt in der Rolle als Mutter von dem kleinen Brian, aber ja, was soll ich sagen? Ich finde, Mansa passt einfach sehr, sehr gut zu diesem einzigartigen Charakter, der sie nun mal ist und der sie auch geworden ist. Und meine persönliche Liebe zu dem Charakter kann ich, glaube ich, nicht sehr krass verstecken, denn wie der ein oder andere von euch weiß, habe ich meinen Hund nach ihr benannt. Deswegen habe ich meine kleine Letty jetzt auch zu Hause.
mache weiter mit dem nächsten Charakter und an dieser Stelle möchte ich euch ein bisschen vorwarnen, wer den Film noch nicht geguckt hat und Angst hat, in irgendeiner Form gespoilert zu werden, der sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. Deswegen checkt uns auch gerne die Timeline und gucken, welcher Charakter sagt mir jetzt noch gar nichts und da will ich jetzt noch nichts drüber hören, dann skippt den am besten, denn wir machen jetzt weiter mit Dante Reyes, der Sohn von einem der Feinde von den letzten Teilen. Und das gibt auf die gesamte Story natürlich nochmal einen krass anderen Blickwinkel. Also mich haben die Zeitsprünge extrem überrascht und ich finde, es ist sehr gut und sehr ergänzend eingebaut worden. Also es hat wirklich für mich alles Sinn gemacht, so wie es eingebaut war. Ich möchte mich an dieser Stelle auch wirklich... Ich weiß, dass es ein Film ist, der extrem polarisiert. Die einen sagen, es hat nichts mehr mit den Anfängen zu tun, die wollen nur Tuning sehen und sonst irgendwas. Die sagen, der Film ist viel zu übertrieben, die Stunts sind einfach viel zu krass, es ist so super unrealistisch. Ich persönlich bin halt einfach wirklich ein gebrandmarktes, hoch und heilig verliebtes Fast and Furious Kind. Ich liebe die Story, ich liebe die Entwicklung, ich liebe die Filme und für mich dürfen sie übertrieben sein. Und deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir hier in der Rolle von Dante keinen geringeren als Jason Momoa haben. Und ich finde, diese Rolle hat ihn ein bisschen gebrandmarkt. Also bisher habe ich ihn immer an erster Stelle mit Aquaman in Verbindung gebracht und ich finde, die Rolle, die er in diesem Film gespielt hat, bringt ihn einfach auf ein komplett anderes Level. Deswegen war es für mich umso schwieriger, dem einen Duft zuzuordnen, weil auf der einen Seite ist er ja der Bösewicht in diesem Film, auf der anderen Seite die Outfits, die Art und Weise, diese Craziness, die er hat, ja, hat es mir nicht so einfach gemacht, einen passenden Duft rauszufinden. Ich habe mich aber letzten Endes für einen Duft aus dem Hause Tom Ford entschieden, weil das für mich so die absolute perfekte Unisex-Verkörperung ist und Tom Ford ja auch kein Hehl daraus macht, die Männlichkeit und die Weiblichkeit wirklich ineinander verschmelzen zu lassen. Und deswegen passt es für mich so gut zu diesem Charakter. Deswegen habe ich mich für Black Orchid entschieden, und zwar das klassische Eau de Parfum in der schwarzen Flasche, weil ihr habt ja wirklich die kräftige Aussagekraft, die Standfestigkeit, das Böse, würde ich mal fast so sagen, aber natürlich umhüllt mit dieser Orchidee, mit dieser sehr besonderen. Es ist ein sehr polarisierender Duft, es ist auch ein sehr kräftiger Duft, finde ich, aber es ist halt für mich wirklich der Inbegriff von Unisex und ich finde die Optik und die Rolle, die er einfach erfüllt, passt einfach für mich perfekt zu diesem Dufthaus. Ich bin aber übrigens sehr, sehr gespannt, wer von euch hat den Film schon gesehen. Habe ich hier noch andere Fast and Furious Fans unter meiner Community? Ich bin sehr gespannt. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, was ihr zu meiner Duftinterpretation haltet und welcher Duft würde euch vielleicht für die verschiedenen Charaktere einfallen. Ich bin sehr gespannt. So, weiter geht es mit noch zwei neuen Charakteren. Das eine mache ich ganz kurz und zwar haben wir hier Abuelita Toretto und das ist für mich der Inbegriff von Boudoir Belle. Einfach eine sehr feminine, sehr pudrige, klassische Duftnote, sehr modern interpretiert. Ich finde, sie ist auch einfach vom Charakter her keine typische Oma, so wie man meint, sondern sie ist super stylisch angezogen, sie ist sehr tough und deswegen finde ich, Boudoir Belle ist definitiv ihr auf den Leib geschneidert. Die andere neue Person, die wir hier mit drin haben, hat mich total gefreut, weil ich natürlich durch Marvel da auch ein bisschen vorbelastet bin. Also ja, okay, ich bin auch ein kleiner Marvel-Fan inzwischen geworden. Sascha ist schuld. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt Miss Nobody oder Little Miss Nobody gespielt von Brie Larson. Und das war natürlich für mich auf der einen Seite sehr schwierig, weil für mich verkörpert Brie Larson einfach Captain Marvel. Und sie aus dieser Rolle rauszuholen und jetzt in diese neue Rolle reinzupacken, war für mich nicht ganz einfach, hat aber extrem gut gepasst, einfach durch die Optik, durch den Auftritt, durch das, was sie verkörpert hat. Auf der einen Seite sehr hart und einfach durch die Position, die sie quasi hat, auf der anderen Seite aber sehr loyal, fast sehr herzlich, warm und ja, mit einer gewissen Art von Mitgefühl, die sie aber sehr markant, sehr hart zum Ausdruck bringt. Und das ist für mich einfach, ja, hier das Interessante gewesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich brauche einen Duft, der diese beiden Welten miteinander vereint, der sehr modern ist, weil auch wenn man ihre Outfits sieht, ist es wirklich sehr stylisch, sehr modern,
sehr auf den Punkt, sehr hart und trotzdem eben mit dieser loyalen, frischen, femininen Note. Und deshalb habe ich mich für Tobacco Mandarin von dem Hause Byredo entschieden, denn hier habt ihr wirklich den krassen, harten Tabak, der sie nun mal einfach auch ist, aber umhüllt mit dieser lieblichen, fruchtigen Mandarine. Ein sehr, sehr geiler Duft, wie ich persönlich finde, und deswegen meine Wahl für Little Mrs. Nobody. Kommen wir zu den drei Jungs aus der Family, aus dem Team. Und zwar beginnen wir mit Han. Han ist ja zum Leben erweckt worden in dem letzten Teil und ist ja auch, sagen wir ja selber im Film, ein Chamäleon. Einer, der sich überall anpassen kann, einer, der vielleicht nicht auffällt, der natürlich trotzdem keinen Hehl aus seiner Liebe zu den Autos macht, aber er ist ja auch von den Outfits, vom Auftritt, von dem, was er macht, sehr bodenständig. Er ist so ein bisschen, finde ich, im Hintergrund, aber immer da, wenn man ihn braucht. Deswegen habe ich hier einen Duft gebraucht, der das natürlich so ein bisschen widerspiegelt. Also so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal bösartig, Everybody's Darling. Ein Duft, der nicht zu krass aus der Reihe fällt und trotzdem ein bisschen was Besonderes mit drin hat. Deswegen habe ich mich hier für Terre d'Hermès Eau Givre entschieden. Denn der klassische Terre d'Hermès wäre mir der Rolle oder der Loyalität, die er hat, nicht gerecht gewesen. Aber durch die Kombination eben mit dem Ingwer-Akkord, der mit drin ist und dieser fast metallischen Note, passt es für mich wiederum. Ihr habt auf der einen Seite dieses ganz erdig-holzige, klassische, was ihr auch vom Terre d'Hermès kennt, aber eben durch die Kombination wird es ein bisschen besonderer, sticht es dann doch ein ganz leichtes bisschen aus der Masse heraus, aber vielleicht erst auf den zweiten Blick und deswegen der unscheinbare Terre d'Hermès Eau Givre für Han in diesem Moment. Ganz anders ist es bei Roman Pierce. Also, sorry, liebe Leute, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber Roman Pierce ist für mich der Inbegriff von Creed Aventus. Ja, es ist einfach ein Poser, er ist laut, er redet, er will gerochen werden, er will gesehen werden und ja, für mich ist es einfach der Duft. Es ist nach wie vor immer noch ein Hype-Duft, auch wenn er inzwischen ein bisschen umstritten geworden ist, aber er ist einfach ein Statement-Duft. Ja? Man will ihn haben, weil es ein Creed Aventus ist. Und genauso ist es einfach mit Roman Pierce. Er will einfach den goldenen Lamborghini, weil es einfach Gold ist und weil es einfach besonders ist. Er ist laut, er ist einfach dieser Duft. Also es tut mir leid, wenn ich jetzt hier irgendjemandem auf die Füße trete, aber das ist einfach meine Meinung. Und dann haben wir natürlich Tech, also Ludacris. Und das war für mich wirklich sehr schwierig. Ich mache es jetzt ganz kurz und knapp. Ich habe mich für Oud & Musk von Labelle entschieden. Warum? Wir haben mit Ludacris hier eine Rolle, die auf der einen Seite ja schon sehr Hip-Hop angelastet ist, sage ich jetzt mal, aber auch sehr trocken, sehr klar durch die Informatikseite, die er einfach hat. Ja, er ist ja schon so ein kleiner Tech-Nerd und bestellt sich sein großes Sparschwein, was er dann knackt oder solche Sachen. Aber er ist ja trotzdem sehr chillig irgendwo auf der anderen Seite. Er ist kein typischer Nerd, sondern verkörpert oder diese Rolle verschmilzt einfach mit dem, was er nun mal ist. Und deswegen habe ich mich für Oud & Musk entschieden, weil wir auf der einen Seite das klare, das saubere Moschus hier mit drin haben, aber umhüllt mit dem Oud in der Kombination, also wirklich Yin und Yang Duft, schwarz und weiß, was hier aufeinander prasselt. Nicht zu laut, aber trotzdem sehr besonders, so ein bisschen im Hintergrund. Und deswegen ist er einfach für mich ein Oud & Musk. Jetzt sprechen wir über die Geschwister von Dominic Toretto und da haben wir natürlich von Tag 1 mit dabei, Mia Toretto. Das war für mich relativ leicht, denn sie ist für mich definitiv ein Paragon. Sie hat einfach etwas sehr Positives, etwas unglaublich Feminines. Sie hat immer eine gewisse Aura, die sie in diesem Charakter umgibt. Sie bringt sehr viel Liebe, sehr viel Fürsorge in den Film mit rein und hat aber einfach trotzdem, ja, etwas super Besonderes. Man merkt es ja auch, ob sie in dem einen Teil auf einmal auch selber Auto fährt, so gut driften kann oder ob sie jetzt einfach die Leute wieder zerlegt, wenn sie versuchen, Little B zu klauen. Ja, sie hat immer wieder so ihre Austrittsmomente, aber sie hält irgendwie immer so ihre Mitte und geht für mich einfach nie vom ersten bis zum letzten Film nie aus dieser Rolle raus, aus dieser liebenden, fürsorglichen Schwester an der Seite von Brian O'Connor und deswegen ist sie für mich definitiv
Paragon von Initio. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt schon, also erneut, es ist ja jetzt kein neuer Charakter, aber die Präsenz in der positiven Seite ist ja in dem Sinne jetzt schon neuer, würde ich mal so behaupten. Und zwar haben wir hier Jacob Toretto, der Bruder von Dominic Toretto, der sehr böse angefangen hat in den letzten Teilen und sich jetzt einfach wirklich zu einem vertrauensvollen Bruder entwickelt hat. Ich beiß mir auf die Zunge, um hier nicht zu spoilern an dieser Ecke. Ja, er spielt eine wesentliche Rolle in dem Teil, so viel kann ich sagen. Für mich war es sehr überraschend, weil ich saß da die ganze Zeit und war mir trotzdem so ein bisschen unsicher. Bleibt er so? Ist das wirklich so? Kommt da noch was? Also ich habe die ganze Zeit so ein bisschen mit was Negativem, mit einer negativen Überraschung gerechnet. Die kam aber nicht, sondern ich wurde sogar sehr positiv überrascht am Ende. Und das fand ich halt wirklich ziemlich krass. Deswegen habe ich mich hier an dieser Stelle für Platinum Egoist aus dem Dufthaus Chanel entschieden. Warum? Es ist für mich ein typisch maskuliner Duft und er ist ja auch sehr kräftig, sehr maskulin in dem Sinne. Es ist für mich ein Klassiker, aber im so ein bisschen, ja, ich würde es als Underdog-Duft vielleicht bezeichnen, weil es ist ein Duft, den auch so nicht jeder vielleicht auf dem Schirm hat, der aber immer wieder begeistert, wenn den jemand für sich entdeckt oder neu entdeckt. Und deswegen passt er für mich einfach so gut in diese Rolle, weil er verschiedene Seiten hat, trotzdem auf eine sehr klassisch maskuline Art und Weise und sich einfach wiederfindet und sich wieder neu entdeckt hat. Und auch in den Duft kann man sich immer wieder neu verlieben. Und es ist einfach eine sehr krasse, positive Überraschung, finde ich. Sowohl der Charakter als auch der Duft. Und deswegen hat es für mich hier sehr gut zusammengepasst. Wenn ich jetzt schon bei Chanel bin, dann muss ich direkt über den nächsten Charakter sprechen. Und zwar über Little Nobody oder Little Mr. Nobody. Wir haben ja jetzt bei Fast X quasi zwei Nobodies mit drinne sozusagen. Und er ist für mich durch und durch ein blöde Chanel Eau de Parfum. Sehr klassisch, everybody's darling, easy to love. Hat nicht wirklich so seine eigene Meinung im direkten Sinne, sondern ist ein bisschen gefälliger, ein bisschen ruhiger, versucht in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, erfüllt die Rolle auch nicht schlecht, aber nicht in dem Stil, in dem es Mr. Nobody gemacht hat. Deswegen für mich ein ganz klassischer, blöde Chanel Eau de Parfum. Wir haben zwei überraschende Charaktere im Sinne von leicht abtrünnige Charaktere, zwei durchaus böse, und wir beginnen mit Cypher, gespielt von Charlize Theron. Also mal abgesehen davon, dass ich einfach finde, dass sie mit einer der schönsten Schauspielerinnen ever ist. Sie ist absolut besonders von ihren Gesichtszügen. Ich kann einfach nicht aufhören, diese Frau anzuschauen. Plus, dass sie innerhalb der Serie an Filmen sich auch noch extrem gewandelt hat optisch. Ja, wir haben jetzt schon verschiedene Looks von ihr gesehen und das Krasse ist einfach, dass sie hier in eine komplett neue Rolle reinkommt. Ja, sie ist trotzdem extrem crazy. Das, was sie tut, tut sie trotzdem sehr Cypher-getreu, sage ich jetzt mal so. Aber ihr werdet definitiv krass überrascht sein von der Rolle, die sie in diesem Film ausspielt. Deswegen habe ich mich an dieser Stelle für Psychedelic Love von dem Dufthaus Initio entschieden, weil ich finde, der Name ist hier Programm. Ihr habt absolut dieses super crazy, krasse, leicht böse, verführerische, aber eben auch mit dieser kuscheligen Note, die das Ganze so ein bisschen umhüllt. Verhüllt, würde ich jetzt fast sogar schon sagen. Und deswegen passt dieser Duft für mich an dieser Stelle so gut, weil er diesen Freiraum lässt, um eben in diese liebevolle, ist schon falsch gesagt, also kuschelig ist jetzt auch das falsche Wort, ich würde es mal mit positivere Duftrichtung gehen kann. Hab vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Aber er ist einfach sehr hart, er ist sehr verführerisch, ist ein sexy Duft, er ist wirklich ein freaky Duft, also der Duft ist einfach Programm und deswegen passt er für mich sehr, sehr perfekt einfach zu ihrer Rolle. Das andere ist hier natürlich Deckard Shaw. Ja, auch der hat in verschiedenen Filmen schon eine sehr große Rolle gespielt und auch er macht hier eine gewisse Wandlung, auch wenn man nicht sehr viel davon sieht in der Form. Er bleibt aber seiner Rolle absolut getreu. Also er ist einfach durchaus hart, schwarz, kraftvoll. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders umschreiben kann. Und deswegen ist er für mich einfach der Inbegriff von James, von Atkinson. Ja, er ist einfach düster, er ist
sexy auf seine eigene Art und Weise, auch wenn er vielleicht ein bisschen böse ist. Weiß man nicht, ob er doch vielleicht ein ganz kleines bisschen einen weichen Kern hat, wenn die richtigen Knöpfe gedrückt werden. Und das hat er jetzt bei Fast X definitiv bewiesen. Aber ich finde, Jason Statham verkörpert einfach absolut mit der Rolle Deckard Shaw James von Atkinson. Und dann sprechen wir auch direkt über seine Mutter, Mama Shaw, der Inbegriff von englischer Grazie. Darling, sie ist immer schick, immer on point und hat es trotzdem faustdick hinter den Ohren. Das sieht man auch, wie sie gedriftet ist mit Dominic Toretto in den letzten Filmen. Also trotzdem, und ich habe da lange drüber nachgedacht, aber trotzdem habe ich mir gedacht, sie ist Chanel Nummer 5. Durch und durch klassische Frau, sehr graziös, also es geht fast nicht anders. Ich habe zwar eigentlich gedacht, ich muss ein bisschen was anderes finden, einfach durch die Moderne, die sie mitbringt und durch die Überraschung, die sie mitbringt, aber ich finde, auch die Schauspielerin, auch die ganze Optik, die Rolle, die sie erfüllt, ist einfach Chanel Nummer 5. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht einfach nicht anders. Aber ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Zu guter Letzt habe ich für dieses Video noch Ramsey mitgebracht. Also ich möchte über Ramsey natürlich auch noch sprechen, denn ich finde, sie ist ein wirklich fester Bestandteil der Familie geworden. Und es war aber für mich wirklich nicht einfach, weil wenn man bedenkt, wie sie angefangen hat, diese extreme Tech-Nerd-Seite auf der einen Seite umhüllt in einer unglaublichen femininen Schönheit. Sie macht ja auch Roman und Tech wirklich verrückt und crazy und alle wollen sie heiraten. Und deswegen war es für mich wirklich nicht einfach, etwas auf der einen Seite sehr Feminines zu finden. Ich finde, dass sie aber trotzdem irgendwie sehr zart ist, fast so ein bisschen was Unschuldiges hat. Aber halt eben dieses krasse Wissen, dieses geballte Wissen, was sie halt eben auch mit sich bringt. Unterm Strich habe ich mich deshalb für Angel Dust von Fugazi entschieden, weil das ist für mich so ein ganz zarter, nicht ganz typisch femininer Duft, aber er hat trotzdem etwas sehr Besonderes, etwas sehr Zartes, was für mich einfach perfekt diese beiden Richtungen vereint. Ja, meine Lieben, ich bin wahnsinnig gespannt, was ihr zu meiner persönlichen Duftinterpretation von Fast X oder von den verschiedenen Charakteren sagt. Was ist eure Meinung? Welche Düfte würdet ihr vielleicht mit den verschiedenen Charakteren in Zusammenhang bringen? Habt ihr den Film schon gesehen oder nicht? Seid ihr ein Fan von der Serie oder sagt ihr, nein, geht gar nicht, ich bin bei Teil XY rausgefallen? Ich bin wahnsinnig gespannt. Es ist für mich persönlich eben mal ein sehr anderes Video, aber ich habe gedacht, doch, das ist irgendwie eine coole Frage, deswegen freue ich mich umso mehr auf euer Feedback und natürlich auf das nächste Video wieder zusammen mit euch. Ich schicke ganz viele Küsschen aufs Nüsschen, sage danke fürs Zuschauen und bis ganz bald.